An und für sich ist es so, dass die Bezirksbesuche mehrere Hintergründe haben. Einer für uns wichtig, dass man in Tirol ein bisschen die bäuerliche Struktur kennenlernt, dass der Bauer vom Oberland weiß, wie funktioniert es im Unterland und umgekehrt. Für uns ist es toll, dass wir, weil wir ganz großartige Bauernfamilien kennenlernen und denke, die Möglichkeit auch auf eine sympathische Art und Weise auf einem Bauernhof den Medien, der Öffentlichkeit, das bäuerliche Leben, das bäuerliche Wirken, das bäuerliche Arbeiten zu präsentieren, ist einfach eine einzigartige Chance und deshalb sind diese Bezirksbesuche auch auch so notwendig bzw. so wichtig. Ja, für uns Bauern ist Tierwohl mehr wie nur die Haltungsform und Tierwohl ist mehr wie nur ein Marketing-Gag. Und wir wollen einfach aufzeigen, dass wir in Tirol Betriebe haben, die haben einen super, super funktionierenden Laufstall. Wir haben in Tirol Betriebe, die haben einen super funktionierenden Anbindestall und die funktionieren deshalb so gut, weil die Bauernfamilie auf die Kühe schaut und weil die Tiere Familienanschluss haben. Die Beziehung Mensch-Tier funktioniert und dies aufzeigen, dass in Tirol die Landwirtschaft besser ist und anders ist, als wie in vielen anderen Regionen Europas, sicher ist unsere Aufgabe.